Wir leben in einer noch nie dagewesenen Zeit, wo wir Essen im Überfluss haben. Besonders in Städten findest du gefühlt an jeder Ecke irgendwo einen Imbiss, ein Restaurant, eine Tankstelle, einen Snackautomaten, also immer irgendwas Essbares kannst du finden. Es soll sogar einige Menschen geben, die einfach nur zum IKEA gehen, wegen dem Essen dort. Nicht einmal aus dem Haus musst du auch gehen, denn theoretisch gesehen kannst du auch bequem von der Toilette online ein Essen bestellen und das wird dir dann vor deiner Haustür geliefert. Was für ein Luxus und eine Todesfalle zugleich. Immer mehr Menschen leiden auch an Übergewicht und auch an dessen gesundheitlichen Folgen, vor allem weil der hier stark verarbeitete Lebensmittel verzehrt werden, beispielsweise Fastfood und sehr viele Süßungsgetränke zu sich genommen werden. Und das bereits schon im Kindesalter. Das allein ist schon ziemlich bedenklich. Hungrig sind, weil sie ein paar Stunden lang nichts gegessen haben, dass sie dann ziemlich gereizt wirken. Also manche können ja gar nicht mehr aufstehen oder ihren Tag beginnen, wenn sie nichts frühstücken oder ihren Kaffee trinken und ihre 3 festen Mahlzeiten Minimum einnehmen können. Manchmal wird dann auch zwischendurch etwas gesnackt. Vielleicht trifft es ja auch auf dich zu. Bei mir war es so, bevor ich auf die Rohkost umgestellt habe. Heute schaut es etwas anders aus. Gründe dafür sind die Umstellung auf die pflanzliche Rohkost mit sehr viel Fast- und Körperreinigung und die Geschichten von meinem Vater, was er damals so in seiner Kindesjugend und jungen Erwachsenenphase erzählt hat. Nach meiner Auffassung haben wir Menschen verlernt, auch mal ohne Essen klarzukommen und jetzt mal für mehrere Stunden und nicht nur 2, 3 oder auch mal einen ganzen Tag oder mehrere Wochen zu fasten. Früher war es auch zum Beispiel religiös bedingt, machen ja momentan die Muslime mit ihrem Ramadan, was ich für ein Intervallfasten halte. Dennoch ist es eine Fastenform. Wir Christen hatten das ja auch mal, aber das praktizieren ja nicht mehr so viele Leute. Obwohl es immer mehr Beobachtungen und Studien gibt, die von den positiven Effekten vom Fasten berichten. Besonders einen Punkt möchte ich hier herausstellen, die sich bei meinen 8 Jahren Fastenerfahrung jetzt so herausgestellt haben, und zwar die Angst vor dem Hungertod. Viele, die noch nie gefastet haben und sich vielleicht mal an das Thema rantrauen möchten, haben dann Angst, wenn sie mal auf die Nahrung verzichten, dass sie dann ständig Hunger haben oder dann auch die Angst vor diesem Hungertod haben. Das heißt, dass sie dann irgendwie nach wenigen Tagen dann komplett zusammenbrechen und dann überhaupt nichts mehr in ihrem Alltag bewerkstelligen können. Dem ist natürlich nicht so. Wenn man sich erstmal traut, Fastenerfahrung zu sammeln, wird man auch merken, dass man nicht immer Dauerhunger hat, sondern dass man für eine kurze Zeit kommt. Wenn man da halt zum Beispiel Wasser trinkt, dann verflüchtet sich auch der Hunger. Oder wenn man zum Beispiel sportlich aktiv ist, das mache ich dann, trainieren gehe, ein bisschen spazieren in die frische Luft oder im Garten etwas arbeite. Jetzt im November beginnt für mich wieder die Fastenzeit. Da nehme ich euch einfach mal mit. Der erste wichtige Punkt ist die Vorbereitung für das Fasten. Meine Essensmenge langsam reduziere, mehr wasserhaltige Sachen zu mir nehme und damit du deine Verdauungsorgane langsam entlastest und auch die Essensmenge reduzierst, damit sich dein Körper langsam fließend drauf einstellen kann, dass halt er in den Fastenmodus überwechseln kann. Und dann am nächsten Morgen habe ich gleich den Einlauf gemacht, damit ich hier den Darm schon mal ein bisschen entleeren kann und er auch fürs Fasten gewappnet ist, weil halt hier sehr viele Gift- und Ablagerungen wahrscheinlich über den Darm auch rauskommen werden. Von daher habe ich es mir auf dem Boden gemütlich gemacht, habe ungefähr 1,5 Liter in meinen Einlaufbehälter eingefüllt, den auf eine erhöhte Position gestellt und dann das Wasser einfach einlaufen lassen. Das einfach so lange halten, wie es geht, und eine Bauchmassage machen. Der erste Tag ist normal aufgestanden, habe dann gleich am Morgen meinen Sport gemacht, bin ein bisschen gelaufen, habe mein Krafttraining gemacht, konnte da jetzt nichts feststellen, eigentlich ganz normal wie immer und habe jetzt hier meinen ganzen Alltag gemacht. 2 Säfte zu mir genommen, einmal Sellerie-Kürbis und dann Fenchel-Kürbis und Gurke. Gestern hatte ich die erste Taichi-Stunde diesen Fastens und da ist halt das eine Problem halt, dass es halt ein großer Raum ist mit vielen Leuten und eine schlechte Durchlüftung und da werden auch so Räucherstäbchen angemacht und da ist halt die Luft ziemlich schlecht und das merke ich halt sofort, vor allem das mit den Räucherstäbchen, dann wird mir ein bisschen schwummrig, auch manchmal leicht schwindelig. Da merke ich halt, wie mein Energielevel auch runtergeht und auch jetzt die Tage danach und heute am Morgen ging es ein bisschen schleppisch voran und habe mich da erstmal versucht zu motivieren, auch rauszugehen und dann meinen Sport am Morgen auch zu machen. Habe dann Seil gesprungen und bin auch rausgegangen, obwohl es auch geregnet hat, einfach hier mein Krafttraining zu machen, weil ich dann gemerkt habe, dass es mir dann doch viel besser geht, vor allem in der frischen Luft rauszugehen und dort in die Bewegung auch zu gehen,
Arnold Ehret, seinem Buch wird ja auch beschrieben, dass halt Bewegung sehr wichtig ist. Natürlich zu einem gewissen Maß, man darf auch hier nicht übertreiben, weil dann auch hier sehr viel Kraft und Energie aufgewendet wird und auch sehr viele Gifte und Reinigungseffekte im Körper mit ausgelöst werden, die halt dann unterstützend wirken und es kann dann ein bisschen zu brutal werden. Aber draußen am Regen, an der frischen Luft ist immer optimal. Also dann, wenn es halt, wenn man sich nicht ganz so fühlt, um halt viel Sport zu machen, ein Spaziergang sollte da drin sein. Das wird deinem Körper auch wirklich gut tun, habe ich auch bei mir selber bemerkt. Vor allem im Regen mag ich wirklich sehr, wenn dann die Luftfeuchtigkeit höher wird und auch die Ionen in der Luft tun auch dem Körper ziemlich gut. Also das ist eigentlich das Wichtigste, was sehr viele unterschätzen. Wenn man fastet, auch immer regelmäßig raus an die frische Luft gehen und sich bewegen. Das gehört einfach dazu. Ich komme hier gerade von meinem Oberkörpertraining zurück. Als ich am Morgen aufgestanden bin, fühlte ich mich etwas schlapp, müde, träge und energielos. Wollte da fast gar nicht aus dem Bett raussteigen. Hab's dann doch gemacht, hab mir dann meine Schuhe geschnappt und bin erstmal eine Runde zum Aufwärmen gelaufen und hab dann einfach gemerkt, wo dann die Sonne rausgekommen ist und die Sonnenstrahlen in mein Gesicht gekommen sind, wie schön es doch ist zu laufen. Es macht mir einen riesen Spaß. Hab auch dann gemerkt, dass die Glückshormone mit ausgeschüttet werden im Körper und hab dann mein Oberkörpertraining dann gemacht. Und seitdem fühle ich mich auch wacher, wohler und aktiver. Bin auch motiviert, jetzt weitere Arbeiten zu machen. Warum ich Sellerie mit Kürbis oder Fenchel mit Gurke mischen. Kürbis und auch die Gurke sehr weich für einen Angel Juicer. Das heißt, wenn ich zu viel auf einmal hintereinander reinpresse, dann fängt es auch an überzuschäumen. Von daher möchte ich ein paar harte Sachen mit reinbringen, also die halt ein bisschen mehr Struktur und Fasern haben. Zum Beispiel hier der Sellerie oder auch der Fenchel, dass ich halt hier die Kombination habe, hart und weich. Und so, dass Entsaften viel entspannter, leichter und schneller vonstatten geht. Gestern war ein Tag, wo ich mich nach einiger Zeit danach im Sport doch sehr schlapp gefühlt habe und das habe ich dann spätestens dann gemerkt, als ich dann entsaftet habe und während ich entsafte, habe ich halt dann die Angewohnheit, dass ich meine Kicks für meine Kampfkunst übe. Ja. Da habe ich dann gemerkt, dass ich schnell aus der Puste komme und genau das gleiche auch bei den Iron Fist Übungen. Es kann immer mal wieder vorkommen, wenn der Körper gerade intensivere Reinigungs- und Entgiftungsprozesse vornimmt, dann kann es halt einmal sein, dass man dann hier schnell die Motivation verliert, dass man beim Sport nicht ganz so leistungsfähig oder kraftvoll ist. Es ist halt ein ziemlich komisches Gefühl, wenn man halt dann schlapp ist, dann doch irgendwie nichts auf die Reihe bekommt und man sich dann etwas so fühlt, als ob man den ganzen Tag dann nichts schafft und sich unproduktiv fühlt. Dennoch ist es halt sehr wichtig, hier auf seinen Körper zu hören und auch einen Gang zurückzulegen, einen Schritt zurück. Das heißt, wenn du halt Sport machst und du fühlst dich schlapp, dass du halt dann vielleicht nicht dein maximales Pensum erreichst, sondern halt dann etwas weniger dem Körper die Auszeit und die Ruhe gibt, vielleicht meditiert. So langsam steuere ich auf die 3 Wochen zu und wenn ich dann mal andere Fitnessleute oder Bodybuilder so betrachte, wenn die mal von ihrer Massephase in die Diätphase gehen, dann fühlen die sich dann oft genervt oder auch gereizt, wie sie in ihren Videos erzählen, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Die Erfahrung hatte ich auch ganz am Anfang, wo ich mit dem Fasten begonnen hatte. Aber jetzt mit den jahrelangen Fastenerfahrungen und auch meiner Rohkostreinigung habe ich überhaupt nicht mehr dieses Gefühl. Das Einzige, was mir jetzt so auffällt, ist meine körperliche Leistung oder auch meine Auslastung, die ich normalerweise schaffe, auch langsam zurückgeht. Ist auch wahrscheinlich in dem Sinne etwas normal, wenn man dann jetzt mit der Entgiftung da weiter kontinuierlich voranschreitet. Ich merke halt, dass ich viel schneller aus der Puste komme und jetzt bei dem momentanen Wetter sehr viel Regen, jetzt wird es auch kälter, das halt ist dann doch eine ziemliche Anstrengung und auch sehr viel Disziplin erfordert, da auch mal rauszugehen, raus draußen zu trainieren, auch in der Kälte. An dem Tag hatte ich auch eine etwas größere Schleimausscheidung über die Nase und auch über den Rachen, was halt dann nach 1-2 Tagen dann wieder vorübergegangen ist. Finde ich persönlich sehr gut, dass der Körper hier wieder Altlasten ausscheidet. Wichtig beim Fasten ist auch, dass man regelmäßigen Stuhlgang hat, mehr als 3 Wochen nur Säfte trinke und trotzdem jeden Tag oder alle 2 Tage immer etwas an Kot rauskommt, setzt sich dann schnell unten ab und riecht auch enorm. Wenn ich nicht faste und ganz normal meine Rohkost zu mir nehme, dann tut meine Ausscheidungen nicht stinken. Letztens wurde ich von einem Zuschauer gefragt, welches Buch ich dann für äußerst lesenswert halte. Und das halt ganz einfach, was ich jetzt momentan beim Fasten auch wieder lese. Arnold Ehret, Schleimfreie Heilkost. Da steht so ziemlich
all die Grundlagen drin, die man wissen sollte, was man beim Fasten beachten sollte, auch bezüglich reine Obstdiät, dass es halt auch nicht nur gesund ist, genauso wie das Fasten, dass da halt auch einige Sachen zu berücksichtigen sind, dass es halt nicht in gesundheitsschädliche Ausmaße kommt. Ein großer Vorteil, den ich wieder beim Fasten festgestellt habe, es ist sehr zeitsparend und recht einfach, man muss sich nicht viele Gedanken machen, wodurch ich mich halt mehr um schöpferische Sachen beschäftigen kann, keinen Stress habe bezüglich des Essens oder der Essenszubereitung, ist einfach ziemlich simpel. Ein Säufer lebt länger als ein Vielfresser. Warum faste ich eigentlich so lange und so viel? Auch zum Beispiel mit meinem Trockenfasten, was ich ja das ganze Jahr über 20 Stunden am Tag mache. Weil man auch komplett Trockenfasten, 24 Stunden. Nichtsdestotrotz finden es halt einige sehr abschreckend, dass sich ja die Leute da mit der Rohkost und auch Gesundheit widmen, weil dann die Leute meinen, sie müssen den gleichen Weg bzw. den jetzigen Zeitpunkt, in dem ich gerade bin, auch machen, um halt gesund zu werden. Und genau da ist halt das Problem. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Video anschaust, beispielsweise von Fitness, willst Bodybuilder werden und der Typ, den du jetzt das Video anguckst, der hebt 150 Kilo Bankdrücken, dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, okay, ich muss jetzt genau das gleiche wie er machen, auch 150 Kilo drücken, damit ich auch so einen Körper habe. Du fängst ja natürlich dementsprechend an deinen jetzigen Lebensumständen, deinen körperlichen Standpunkt und dementsprechend tust du auch dein Training auslegen. Also dann wirst du vielleicht am Anfang nur 60 Kilo vielleicht drücken, wenn du es schaffst, vielleicht 80, 90 und das steigerst du halt auch lange. Genau das gleiche, wie wenn du jetzt anfangen möchtest, einen Marathon zu laufen. Für den wirst du auch nach und nach trainieren und vielleicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr kannst du dann problemlos einen Marathon laufen, je nachdem, wie du halt Zeit investierst. Und genau das gleiche ist halt jetzt auch hier mit dem Fasten und auch mit der Rohkost. Also für mich ist es jetzt zum Beispiel keine Quälerei, auch wenn ich jetzt auch bei dem Fasten sehr viel Schleimausscheidung hatte, ab und zu mal auch Tage hatte, wo es mir nicht so gut ging, wo halt mein Energielevel vielleicht nicht ganz so hoch war, weil jetzt in eine Heilkrise gekommen ist, die natürlich jetzt im Vergleich zu anderen nicht ganz so stark ist. Nichtsdestotrotz entwickelt sich ja mein Körper dahin, mein Körper wird immer reiner, es kommen immer mehr Ausscheidungen und ich mache das ja auch schon seit 8 Jahren. Mein Körper wird auch immer sensibler und reagiert auch auf spezielle Sachen, die ich auch zu mir führe. Zum Beispiel dieses 20 Stunden Trockenfasten am Tag, das hat sich bei mir so entwickelt. Oder auch, dass ich zum Beispiel Mahlzeiten auch weglasse. Also manche essen ja trotzdem, dass sie Rohkost essen, in der Früh etwas, Mittag und Abend, was halt bei mir nicht der Fall ist, weil ich noch andere Sachen mache und meine Mahlzeiten halt sehr einfach gestaltet, gourmet-rohkostmäßig zu machen oder viel zuzubereiten, sondern einfach so, wie es ja die Natur hervorbringt, damit ich auch andere Sachen mache, wie zum Beispiel mein Training, meine Kampfkunst oder auch die Videos hier zum Beispiel, die ja auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber das war auch ein Entwicklungsschritt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Frühstück zu mir nehme oder zu viel esse oder viel durcheinander mische, was halt für Leute, die im Anfangsstadium ist, ganz okay ist, auch gekochte Sachen zu essen, wenn man sich halt an die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret richtet oder das einfach Schritt für Schritt macht, dass man zum Beispiel seinen Fleischkonsum langsam reduziert, seinen Milchkonsum oder seinen Getreidekonsum halt da in die Richtung hingeht. Für Anfänger alles optimal, da wird man ja auch Erfolge haben. Bei mir ist es halt so, dass der Körper dann sofort reagiert und ich die Folgen dann Stunden später bekomme oder am nächsten Tag, dass vielleicht ich dann stärkere Schleimausscheidungen habe, ich mich nicht ganz so wohl fühle, meine Verdauung schwerer ist, ich nicht so energiegeladen bin oder auch sich Schwellungen bilden. Ja, klar gibt es auch die Negativbeispiele mit Leuten, die versucht haben, sich in Lichtnahrung zu stürzen und dann dementsprechend daran gestorben sind. Ich kann Ihnen den Grund auch erklären, deswegen mache ich auch die Videos, um halt den ganzen Reinigungsprozess Schritt für Schritt darzulegen, damit halt dann die Leute einen reibungslosen Reinigungsprozess auch haben, um halt hier mehr Gesundheit haben und das halt auch langfristig. Das, was halt viele vergessen, ist halt, dass sie eine Religion oder eine Sekte draus machen, den Prozess dahinter nicht verstehen, sagen, Fleisch ist böse, Milch ist böse, wo ich hier an dem Punkt sage, ja, ich finde die nicht gesundheitsförderlich, aber man muss halt dann gucken, welche Vorgeschichte hat denn überhaupt ein Mensch, damit man halt dementsprechend guckt, okay,
Welche Lebensumstände hat er auch noch und dementsprechend dem halt hier Ratschläge und Hilfestellungen auch geben. Auch Fasten, ja, ist eine wunderbare Methode, um seinen Körper zu heilen und zu reinigen. Allerdings musst du halt da auch aufpassen, was du halt auch machst. Das kann nämlich auch gegenteilige Effekte haben, beispielsweise deine Leber und deine Niere stark schädigen, wenn du halt eine Vorgeschichte hast, dass du dein ganzes Leben an Medikamente zu dir genommen hast, viel gegessen hast, viel Fleisch, viel Milchprodukte, viel Getreide und wenig Sport gemacht hast, dann weiß ich auch jetzt schon, dass ich dir ganz bestimmt nicht eine reine Obstdiät empfehlen werde oder auch, dass du so wie ich einfach drauf los trocken fasten solltest oder auch gar so lange fasten, wie ich das tue, ohne auf deinen Körper auch zu hören. Ja, ich erkläre den ganzen Prozess dahinter und welche Anwendungsmöglichkeiten du auch hast. Welche genau kann ich dir jetzt so generalisiert ja nicht sagen, weil es auch individuell auf jeden angepasst werden muss. Lebensumstände, Vorgeschichte, das muss man auch alles mit berücksichtigen. Und ein sehr wichtiger Punkt ist, was halt auch sehr viele vergessen, es ist ein Prozess. In der Natur kommt nichts von heute auf morgen. Das ist halt dieser ganze Irrtum, der verkauft wird, dass das alles schnell und zügig geht. Klar kannst du enorme Verbesserungen haben und dir geht es dann vielleicht auch besser. Aber ich habe auch Beispiele gehört, die ja dann nach 5, 6, 7 Jahren der Rohkost den Rücken zugekehrt haben oder auch 9 Jahre frutarisch waren und dann immer wieder mal da eine Ausnahme gemacht haben, doch gekochtes gegessen haben, dort eine Rohmilch zu sich genommen haben und dann nach 9 Jahren gesagt haben, es funktioniert alles nicht. Ja, weil die Leute sich mit der ganzen Thematik, mit der Reinigung nicht auseinandersetzen und auch sie zwar meinen, dass wenn du 9 Jahre Rohkost hast, dass du da schon deinen Körper fortschrittlich gereinigt hast, aber diese Verschmutzung oder auch diese tiefere Schichten der Entgiftung, die der Körper auch vornehmen muss, das dauert Jahrzehnte bis zum Leben lang. Wenn wir generationenweise unseren Körper mit unnatürlichen Sachen vollgestopft haben, schon alleine Mutterleibe, das wird nicht einfach über ein paar Jahre raus befördert werden, außer du bist in einem Tropen, hast dann noch eine Badewanne, hast immer eine hohe Luftfeuchtigkeit, hast überhaupt gar keinen Stress, hast genug Obst, bewegst und trainierst dich auch ordentlich, isst in Maßen und so, da ist eine ganz andere Sache, aber dann bist du ja auch komplett isoliert und sowas und ich denke mal, das Leben ist komplett fernab, wie es die meisten überhaupt führen könnten. 30 Tage mit Säften fasten und 12 Tage davon waren Trockenfasten. Freue ich mich ganz besonders an diese Kakis. Hab die auch ein bisschen gelagert, damit die halt auch schön weich und saftig sind. Hab sogar einige aus meinem Garten auch mit dabei. Die werde ich jetzt als erstes Mal verkostigen. Das erste Mal, dass der Baum bei mir getragen hat. So müssen wirklich Kakis sein. Also vollreif, dass sie auch im Mund zerfließen. Jetzt die Geschmacksprobe der Kaki aus dem eigenen Garten. Ist auch schon schön flüssig. Mal schauen. Ich muss sagen, schmeckt nicht ganz so süß. Etwas leicht bitter auch. Und vielleicht noch ein bisschen länger am Baum hängen können. Aber den Kaki-Baum, den habe ich von der Baum- und Rebschule Schreiber. Also auch eine große Empfehlung. Es ist eine wunderbare Baumschule. Nichtsdestotrotz, werde jetzt hier das Obst weiterhin genießen. Meine Fastenbrechmahlzeit wird jetzt heute nur die eine Obstmahlzeit bleiben und ich werde es dann auch über die nächsten Tage hinweg langsam steigern, was ja sehr wichtig ist, dass der Körper mal wieder auf feste Nahrung gewöhnt ist. Und für euch habe ich hier noch an der Seite 2 spannende Videos. Könnt ihr auch gerne reinschauen, Thema Gesundheit oder auch Permakultur. Und sonst